So, moin moin und damit willkommen. Frohes Neues von mir. Ich möchte euch hiermit begrüßen zu einer Ankündigung, und zwar soll es jetzt um die Auflösung gehen. Die Auflösung von meinem Gewinnspiel, was ich vor einem Monat angesetzt habe. Wir haben heute den 1.1. Und ja, das war die Frist, die ich gesetzt hatte, und dementsprechend ist die jetzt abgelaufen. Ich habe ein paar NPCs von euch bekommen, ein paar Nichtspielercharaktere, und da würde ich dann einfach mal sortieren nach den eingereichten. Ich habe 6 Stück bekommen, werde allerdings nur 5 vorstellen. Den 6. werde ich hinten dranhängen. Das hat einen besonderen Grund, den ich euch dann gleich erkläre. Wir haben von PW Studios Finn bekommen, mit dem Spitznamen Talion Block. Dann haben wir von Comrex haben wir einen Tiro bekommen. Ich werde die einfach mal alle nach und nach einblenden. Wir haben hier von Mr. Fusselig einen Wunderhammer, einen Schmied bekommen. Und dann haben wir von Derfish die Minia Sensa bekommen. Die Schwarzmischerin, eine Alchemistin, beziehungsweise eine verdammte Hexe. Und wir haben einen, ja, jetzt wird schwer, den Vornamen auszusprechen. Wir nennen ihn einfach Tusche Kichner, den zynischen Halbelf bekommen. Ich habe die jetzt angeordnet, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann schauen wir einfach mal, wie Fortuna euch denn hold ist oder auch nicht. Ich werde jetzt dreimal würfeln und dementsprechend erstmal mit einem W5. Schauen wir mal nach. Den W5 habe ich hier leider auf dem Tablett nicht. Nun müsste ich einen W10 nehmen und den einfach mal halbieren. Das ist die 9, beziehungsweise 9 halbe wäre Mr. Scamsonite. Ausgezeichnet. Dann habe ich noch 4 NPCs übrig. Und dann würfel ich am besten mit einem W4. Das ist die 3. Da kann ich einfach Mr. Scamsonite unten abziehen. Dann haben wir PW Studios 1, Comrex 2, Mr. Fuselig 3. Der Fisch ist 4. Ich habe die 3 gewürfelt. Das heißt, Mr. Fusselig wird in die nächste Runde kommen. Und dann habe ich noch 3. Da nehme ich mir einen W6 und halbiere ihn. 3 halbe sind 1,5. Das wäre Comrex. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, wir werden jetzt die Reihenfolge von unten nach oben abgehen. Mr. Scamsonite, Mr. Fusselig und Comrex. Ihr könnt euch alle einen. Ja, ein Buch, beziehungsweise das Würfelset könnt ihr euch dann aussuchen, und ja, wir beginnen da dann mit dem Platz 1 und gehen dann eben weiter nach unten. Vorher allerdings habe ich noch eine andere, ja, eine andere Einsendung bekommen. Da hatte ich ja noch gesagt, ihr könnt auch kreativen Input liefern, und das ist geschehen. Zumindest habe ich leider, ich habe leider nur einen bekommen und nicht 3, was jetzt allerdings auch euer Glück ist. Weshalb ich dann dreimal gewürfelt habe und nicht nur zweimal. Und ja, das folgt dann jetzt. Ja, das ist die Einsendung von Markus. Die hat er mir per E-Mail zugeschickt. Und ja, das ist eine Szene, wie ich sagte, sie sollte erkennbar sein, und das ist sie definitiv. Wer also die ja, Let's Play-Teile gesehen hat, beziehungsweise die Spielmitschnitte. Hier dann explizit sei Kunchum genannt, der wird diese Szene erkennen. Ich habe die beim ersten Durchsehen, habe ich mir die ja angeguckt, klar, und ich habe da ja ziemlich gelacht, weil A, ist es erkennbar und ich wusste sofort, wo wir sind, und B, ist es so lustig dargestellt. Ich glaube, da wird auch Jalan seinen Spaß haben, wenn er das sieht. Das hat er bisher noch nicht getan. Ja, verdienter Platz 1, wie ich finde. Schade, dass ich keine weiteren bekommen habe, aber. Wenn ihr noch nachträglich kreativen Input leisten wollt, dann bin ich immer noch bereit, gerne da 2 Bücher euch zuzusenden. Ja, einfach eine E-Mail an mich, sollte dann unten drinnen stehen, frostgenerale@drachenzwinge.de. Und ja, damit werde ich jetzt die verschiedenen Leute anschreiben. Markus darf sich als erstes eins der 10 Bücher bzw. das Würfelset aussuchen. Und dann werde ich weiter ja, die Auswahl an Mr. Scamsonite und so weiter werde ich dann zuschicken. Das heißt, der erste hat 10 zur Auswahl, der zweite hat 9 Sachen zur Auswahl,
und so weiter und so fort. Gut, jetzt abschließend zeige ich euch nochmal den sechsten NPC, der es leider nicht reingeschafft hat. Ja, woran liegt das? Den habe ich natürlich dann von Ragnar bekommen. Ich habe generell keine Beschränkung gemacht, dass Leute aus meiner Runde nicht machen dürfen, aber einfach aufgrund der Fairness halber habe ich euch einfach mal Ragnar rausgenommen. Dadurch ist die Chance dann natürlich größer geworden. Und wie ich mich dann bei Ragnar bzw. dann Bartholomäus revanchiere, das sehen wir dann auf der Convention, wenn wir uns dann demnächst dann sehen. Gut, das war's von meiner Seite aus mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Mitmachen, fürs Zusehen. Wenn ihr weitere Tipps habt für weitere Gewinnspiele, ein paar Bücher habe ich dann ja hier noch rumliegen, dann meldet euch einfach bei mir, könnt ein paar Kommentare schreiben, wenn ihr noch Ideen habt oder so. Könnt natürlich auch noch weiteren kreativen Input einreichen und solange ich Bücher habe, kann ich euch da sicherlich irgendwas zuschicken, denn die sind quasi alle für euch. Gut, dann wie gesagt noch einmal ein frohes Neues und ich wünsche euch einen schönen Tag.